Ja, servus an diesem wunderschönen Mittwochvormittag. Bei dir ist es wunderschön? Also irgendwie schüttet so eine Ende. Ja, bei mir auch. Aber ich meinte so allgemein schön, weil wir jetzt miteinander spielen können. Weil wir miteinander spielen können und ich heute früh raus hatte. Ich spiele so gerne mit dir. Ja, man sieht hier nach den ausgemachten 10 Spielen haben sich unsere Mannschaften dezent verändert. Ich möchte dazu sagen, dass Tryzer ungefähr 1000 Münzen mehr gemacht hat als ich. Und, ich hatte Pech mit den Booster-Packs. Das ist unfair. Manu. Und bei mir hat es ja einigermaßen im letzten wohlgemerkt, im letzten erst. Davor habe ich auch nur Schrott gezogen. Die habe ich alle praktisch komplett wieder direkt verkauft. Ne? Dann wollen wir doch mal. Gucken wir dann mal. Schönes Trikot. Schwarz, das sind meine. Ja, dann spiel du ich doch. Ich mag deins. Ja, ich weiß, ich finde das voll geil. Das sieht echt genial aus. Sollen wir so spielen dann? Von können wir gerne machen. Chiefs. Gut. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie das läuft. Wir spielen jetzt mal bei mir im Stadion. Genau. Mal gucken, ob das anders aussieht. Schau euch mal dein Team an. Ja, Kinder spielen immer noch bei dir. Fick dich, ich will deinen rechten Mittelfeldspieler. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich sehe es ja bei mir gerade nicht. Ja, keine Ahnung, aber er ist ein RM. Du hast nur einen seltenen? Ja. Na gut, du hast einen 69er, einen 68er. Deine Verteidigung sieht gut aus. Ich habe nur Scheiße als Verteidiger, glaube ich. Ja, ich habe auch echt Glück gehabt, dass ich nur Spanier und Engländer gezogen habe und dann auch ordentliche. Ist ja nichts anderes mehr. Ja. Was deine Chemie auf 75 bringt und meine bei 40 lässt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt läuft. Also, weil gerade im Seitenwechsel müsste das katastrophal bei mir laufen. Weil da ja einfach gar keine Verbindung zwischen drin ist. Links und rechts, das geht, ja. Ja, aber du bist halt auch der bessere Spieler, also. Das ist wahr. Ich drücke jetzt übrigens nichts weg, weil ich gerade mal die Mannschaftsaufstellung so nochmal zeigen will. Also angucken. Ja, sicher. Ja, die Trikots sollte man unterscheiden können. Das passt. Wie, die sind ja nur vorne gestreift, ist ja schwul. Ich dachte, die wären komplett gestreift. Hast aber ein sehr schönes Stadion. Ja, doch, genauso schön wie deins, Bro. Echt? Ja. Oh, danke. Ja, ja, das ist mein Team. Ich glaube, ich gucke jetzt einfach mal direkt, ob ich meinen Bildschirmschoner ausgemacht habe. Das wäre gut. Nicht, dass es wieder abbricht. Oh, ich habe es aber echt gut hingekriegt, glaube ich. Also, ja. Als ich das jetzt bearbeitet und synchronisiert habe, sollte das eigentlich schon ganz gut gelaufen sein. Du hast Horley immer noch im Kader, ja? Ja, ja. Ist auf der Bank. Ja, ja. Okay. Ich habe meine besten Spieler draußen, ansonsten habe ich nur Schrott. Ist also wirklich so. Und wenn ich kein 4-4-2 gespielt hätte, hätte ich auch nur eine Chemie von 50, also. Ja, das ist meine Aufstellung. Ja, ich habe McDonald vorne. Der wird hier so eine reinhauen. Ja, ich befürchte es. Aber guck mal, der hat jetzt noch gar nicht meine Mannschaft so gesehen. Das müssen wir nach dem Spiel mal machen. Gerade Verbindungstest. Gut, sieht alles wunderbar aus. Kein Lag, keine Verzögerung. Ich mag dein Internet. Ja, ich mag meins auch. So ein 120.000er. Du hast geübt. Ja, aber du bist trotzdem noch besser als ich. Merkt man. Ah, schade. Habe ich nicht damit gerechnet, dass der Pass ankommt. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Es war eigentlich auch nur so ein verzweifelter Versuch, mal in den Zweikampf zu gehen. Ich versuche jetzt einfach mal nicht zu sprinten und meine Spieler so schnell. Nein. Ja, ne? Habe ich mir gedacht, dass du da ans Abseits rennst. Recht deutlich sogar. Er lernt zu denken, oh mein Gott. Warte mal, da ist gerade irgendwas von Windows aufgegangen. Weh, das ist dieses typische, hey, ich halte dich in 10 Minuten aus. Ah, nee, doch nicht. Gut. Das kannst du übrigens ausstellen, wenn du weißt, wie. Ja, ja, aber sonst will ich eh keine Updates machen. Brauchst du ja eigentlich auch nicht. Da passt die schon. Alter. Kritischer Fehlpass. Na. Du hast mir übrigens verraten, du kannst jetzt Elfmeter schießen. Das finde ich unfair. Ja, keine Ahnung. Spiel du halt auch mal die Test-Dings da und das Tutorial und da wird dir angezeigt. Da wird dir angezeigt, wie du Elfmeter schießt. Warum rennt der Vollidiot nicht zum Ball? Ich weiß es nicht, aber meine machen das irgendwie auch nicht. Früher war FIFA toller. Ich habe ja schon mal gesagt, ich komme mit dieser Aufstellung einfach. Hallo. Ich habe hier dieses klassische Verteidigen aktiviert. Also bei Freundschaftsspielen geht das anscheinend. Ja toll, ich will das auch aktivieren. Kannst du ja, du kannst jetzt gleich Stopp drücken und das in Einstellungen machen. Hast du das gesehen? Yep. Was auch immer das gewesen sein soll. Ich fand's echt unlustig. Also man merkt wirklich, wir haben unser Team absolut verstärkt und haben auch selbst sehr viel geübt unter der Woche. Gott, das ist ja schrecklich.
Wobei, so ist ein bisschen unsauber doch, finde ich, die Verbindung. So ganz minimal verzögert ist es diesmal. Echt? Bei mir finde ich gar nicht. Das liegt eher an meinem Internet mal wieder. Der war süß. Meine Schüsse sind nicht süß. Doch. Sie sind gefährlich. Und knallhart. Ball. Fixer. Nicht in diesem Ton. Ach, wie er auch einfach wieder nicht eigenständig an die Bälle geht. Ich hasse das, ernsthaft. Die sehen da einen Ball und dann passiert da gar nichts. Oh, leck mich, Alter, du kommst nicht an meinen Tor ran. ja. Oh, ich wünschte, ich hätte einen schnellen Spieler, meine Güte. Geht mir auch so. Ich spiele die ganze Zeit in der Karriere dann mit im FC Porto und da sind halt einfach auch gute Spieler drin. Und es war halt echt so eine krasse Umgewöhnung dann hier drin. Mit diesen ganzen Drittligisten-Spielern, meine ich. Mhm. So, kommt, jetzt bewegt euch doch mal, meine Güte, lauf! Ich liebe diese Verteidigung. Du machst das viel mehr Spaß. Ich hasse dieses komische Tactical Defense, oder wie es heißt. Oh, das fängt ja schon wieder so richtig beschissen an, ey. Ach komm. Das ist nur ein Türchen. Ich denke, das letzte Spiel, das war viel schlimmer. Fuck you. Ich hab's dir gesagt, das ist McDonald's. Moment, wo schaltet man diese komische Tactical Defense ein? Du musst auf Einstellungen. Ja. Deine Wireless-Controller-Einstellung. Ja. Und dann ganz unten, bei Defensive. Defensive, klassisches Verteidigen. Ja, dann kannst du mit X und mit Kreis verteidigen. X dein laufender Spieler und Kreis einer, der dir noch helfen soll. Aha. Du musst auch nichts lenken oder so, das machen die alles schön von selbst. Aha, bin ich mal gespannt. Und vor allem ist das halt nicht dieses Stumpfe, wenn du Kreis drückst, oh, ich kick mal den Ball jetzt einfach weg, sondern sie nehmen ihn einfach. Ja. Nein. Ha. Ecke, sehr schön. Ja, das hast du ein Tor gemacht. Alter! Was ist denn hier der? Ah! Nein! Meine Güte, jetzt aber auch! Schäm dich. So was macht man nicht. Das ist bestimmt ein Brite gewesen. Hughes? Ja, ja. Hm. Das sah schon so aus. Okay, scheinbar ist es diesmal ausgeglichener und es fallen mehr Tore. Ja, du schießt schöne Tore, ich muss da so rumhacken. Andererseits, naja, wenn FIFA halt auch wieder nicht will, dass ich Tore schieße. Du überforderst mich. Lauf mir den Ball zuzuspielen. Ich bin bösartig. So, jetzt bin ich total irritiert über diese neue Verteidigung. Naja, wenn du auf X bleibst, läufst du einfach automatisch zu mir. Und mit Kreis läuft noch ein anderer von dir automatisch zu mir. Was ist denn das jetzt schon wieder gewesen? Nein. Großartig verteidigt. Aber irgendwie ist deiner noch ein bisschen schnell. Okay, hat sich erledigt. Was war das denn? Nein. Das ist aber trotzdem ungewohnt. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen dieses Tactical Defense und drücke trotzdem noch R1, damit ein zweiter Spieler dazu kommt, was ich gar nicht brauche. Ja, genau den wollte ich anspielen. Hast du super gesehen, dass er in deinem Rücken 100 Meter entfernt steht und auf den Ball wartet. Das war ein Foul. Ach ja, als Maul so viel wie du mich hier faulst und es nicht gepfiffen wirst. Guck, es war auch ein Foul. Wie lief eigentlich deine Woche so spielmäßig? Computer, wir haben ja beide 10 Spiele gemacht. Am laufenden Stück verarscht es mich. FIFA will irgendwie immer, dass ich mit meiner 60er-Mannschaft irgendwie gegen 100er spiele. So nach dem Motto, also im Gegensatz zu dir, der ja auch einigermaßen gut spielen kann, weil du ja mehr Erfahrung hast als ich. Ja. So bin ich. Alter. Ja, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist Akindo. Ja. Akindo und Hughes sind beide super geile Stürmer, habe ich festgestellt. Also die sind richtig gut.
Kinde fliegt trotzdem aus unserem anderen Team raus. Oh. Einfach mal einen Winkel knallen, wieso auch nicht? Also ich habe 2 Bronze-Turniere gespielt. Ich habe angefangen mit einem Online-Turnier und habe mich da eigentlich auch gar nicht so schlecht geschlagen, aber habe halt verloren. Und warum, was macht Hughes da? Hallo, was soll der Scheiß? Hallo? Hallo? Warum stehst du da rum und tust nichts? Bist du noch im Spiel? Ja. Es klang so, als würdest du immer auf den gleichen Spieler gucken. Ja, der stand da halt so im Mittelfeld rum. Und hat halt echt gar nichts getan. Es war dann mal auf Tore zu schießen, anzugreifen oder sonst was. Wie, was war da? Das habe ich gesehen, dass du da hinpassen willst. Um Arsch, Alter. Nein, eigentlich an deinen Füßen. Ich brauche jetzt mal Offensive. Ja, ich habe ein Bronzeturnier gemacht und 6 Online-Spiele so einzeln. Warum führst du zur Hälfte? Das ist unfair, egal. Und ich habe, glaube ich, 2 von den Online-Spielen gewonnen und 4 verloren. Ich bin schlecht. Wobei, ich kam mir auch verarscht vor teilweise. Da war teilweise ein Gegner vorm Tor und ein anderer Stürmer von ihm steht direkt vor meinem Torwart, während er schießt. Was im normalen Fußball abseits wäre, kennt FIFA in dem Fall ja nicht. Ja. Und in dem Fall ist halt, ja, der Ball vom Arm von meinem Torwart, weil er verdeckt war, ins Tor gesprungen. So in der 90. zum 2-1, war sehr schön. Ja, das ist mir auch aufgefallen, wenn FIFA will, dass du verlierst, weil du hast ja die schlechtere dieses Mannschaft. Dieses Tor, Alter. Ich fand's geil. Ja, war's ja auch, aber wow. 2-1, 6-3, 4-2, 40-60, was zur Hölle. 12-5, also das ist eigentlich eine Verletzung. Och nein, das darf sich keiner bei mir verletzen. Ich habe keine Auswechselspieler. Ach doch, ein paar waren da noch. Sah noch super stark aus. Kannst wenn, weiterdrücken. Wenn mir jetzt wenigstens noch angezeigt würden werde, wer verletzt ist. Jetzt erwartet man nicht zu viel, ja? Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, welcher Spieler verletzt ist? Die sind ja lustig. Ah, oh Mann. Ja, schön. Keine Ahnung, wen ich jetzt wechseln soll, weil... Ist zu spät. Ja, ich sehe ja nicht mal, dass irgendwer verletzt ist. Ja, anscheinend war er nur kurz verletzt und ihm geht's wieder gut oder so, keine Ahnung. Habe ich eigentlich den Skype-Anruf gemacht? Ja. Ah, das erklärt einiges. Ich würde fast sagen, nach dem Spiel kannst du gerade nochmal anrufen, weil dann soll das auch alles flüssiger sein bei mir. Wieso? Weil deine Verbindung geil ist. Was hat das damit zu tun, wer anruft? Nee, Quatsch, das macht ja eher nur Sinn bei Leuten, wenn mehrere gleichzeitig in der Gruppe sind. Dass man da nein, so das macht überhaupt, es ist vollkommen egal, es wird ein zweiseitiger, also ich hab das es wird ein zweiseitiger Call aufgebaut. Das hat ich habe das aber auch schon im Klar verdammt oft gehabt, dass wenn bestimmte Leute anrufen, das Gespräch einfach schlechter von der Qualität her und wenn andere anrufen, es immer gut war. Macht aber keinen Sinn. Komisch. Ich meine, normalerweise ist es klar, dass es eigentlich verteilt wird. Aber ich hab's so erlebt. Oh, das war aber nett von dir. Mach das doch nochmal. Ja, ich stand sowieso viel zu weit weg. Aus dem Winkel hätte ich den Ball nicht reinbekommen. Also ich hätte aber nicht, hätte nicht flach passen sollen. Okay, gib mir den Ball. Wow, das habe ich aber nicht so gelenkt. Den Pass habe ich auch nicht so gestellt. Und das auch nicht und das erst recht. Oh. Ach du Scheiße. Fuck you. Diese wunderschön anzuschauende Einzelaktion, die ist gescheitert. Nein, noch nicht so weit. Dankeschön. Du führst immer noch, das kann es ja noch nicht sein. Ja, warum? Du hast das erste Tor geschossen, also stell dich mal nicht so an. Das reicht aber nicht, wenn du danach mehr Tore schießt. Ja, Ball, danke Ball. Ein Ball gut. Ja, du lernst das Laufen noch, keine Sorge. Oh mein Gott, dieser Spieler, das ist der Hammer. Nein. Ja, du hättest mir dieses klassische Verteidigen echt nicht zeigen sollen. Wieso? Weil es so viel einfacher ist. Nein! Jetzt schießt du sogar noch vorbei. Das ist echt genial, ne? So war das früher bei FIFA immer. So die letzten gefühlten 5-6 Jahre. Warum jetzt dieses Tactical-Zeug Wenn du das Tactical Defense besser kannst, also wenn du das ordentlich kannst, das ist halt, glaube ich, einfach viel mehr...
Du brauchst klar, halt mehr Skill. Wenn du es richtig dafür, gut kannst, eben. Aber warum das dann Pflicht ist bei Online-Spielen, solange es kein Freundschaftsspiel ist, dass man nur das nehmen kann, verstehe ich nicht. Damit du dich dran gewöhnst, weil sie das wahrscheinlich dann über die nächsten Jahre umstellen werden und dann halt verbessern noch entsprechend, ja. Also. Ja, verbessern wäre cool. Weil, also ich meine, ich finde das eigentlich schon ganz cool, dass du praktisch tatsächlich den Spieler dann auch immer steuerst und dann praktisch auch alle Aktionen wirklich selber machst. Nur ist es halt größtenteils halt so, dass wenn du einen Ball kriegst, den automatisch wegkickst. Du brauchst halt ein echt gutes Timing dafür. Das ist halt das Problem, das ich da sehe. Deine Spieler sind gut. Ups. Ich drück schon wieder auf den falschen Knopf. So, jetzt aber. Gib den Ball her, Beifuß, gib den Ball her. Du, das ist uncool. Wo auch immer der jetzt hinging. Ach ja. Ins Tor aus. Wie machen wir es eigentlich? Machen wir jetzt zwei Spiele, falls du beide gewinnen solltest, oder machen wir trotzdem die drei? Nee, wir machen schon trotzdem die drei. Okay. Ja, das wär's ja noch, wenn du jetzt gewinnst. Wir könnten eigentlich mal fragen, welche von unseren Abonnenten denn eigentlich Lust mal auf so eine FIFA Ultimate Liga hätten. Ach so, dass man einfach so selbst so eine Liga für sich auf Papier erstellt, oder wie? Genau. So, Idee ist jetzt verbreitet, ne? Sagt einfach mal Bescheid, was ihr wollt. Wenn überhaupt irgendwer Bock drauf hat, weil... Ich denke schon. Fußballspiele sind ja... Jetzt meine Güte! Was denn? Das habe ich gut gemacht. Ja, deswegen ja. Na dann... Flieg, Ball, flieg. Kannst knicken. Alter, jetzt lass doch mal ganz klare Elfmeter. Hallo? Pass nein, auf. Oh. Akinde, du kannst nicht laufen. Hör auf, lass es sein, lass es sein, lass es sein, lass es sein. Das war doch gar nicht Akinde. Doch. Nein, das war Reed. Oder? So, jetzt ist ich dachte, das wäre Akinde gewesen. Ich habe zwei Schwarze da stehen, also... Und die kannst du schon nicht unterscheiden. Ja, 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 ja. Ja, es sind beide schwarze Glatzköpfe. Wie soll ich die denn unterscheiden, du Witzbold? Ich kann nicht mehr erkennen, ob die überhaupt Haare haben. Das könnte auch sein. Ja, oder halt so. Ne? Aber du verstehst, was ich sagen will. Ich kann die ja nicht unterscheiden, weil ich kann auch meine weißen Spieler nicht voneinander unterscheiden. Die sehen auch alle gleich aus. Aber da sieht man wenigstens die Haare noch. Ey, jetzt lass mir doch einen Ball. Ja, dann hol ihn dir halt doch mal. Meine Güte. Hab ihn. Bei deinem Abwehrverhalten ist es ein Wunder, dass ich erst zwei Tore habe, ey. Das ist wirklich wahr. Das ist das Schlimme, wenn ich online spiele gegen andere. An sich ist es gar nicht so schlecht, aber wenn es dann irgendwie Abwehr geht, oh, oh, oh. Ja, es ist immer nur die, der Abschluss, der eigentlich krass geht. Achso, das war nicht mehr Eckball. Okay. Nein, das mein Landspieler ist war einfach so scheiße. Super. In dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Oh. Oh Gott, war das schlecht. War das schlecht. Ich mag deine Art zu verteidigen. Gibt das Rot? Gibt das Rot? Gibt das Rot? Okay. Mal schauen, wie du mit diesem coolen Freistoß umgehen wirst. Der Murray, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der hat ein paar nette Tore geschossen schon bei mir, auch wenn er angeblich laut Statistik nicht schießen kann. So, wo spielen wir denn eigentlich hin? Ich habe eigentlich gar keinen Plan hier, was ich eigentlich gerade tue. Ich bin jetzt auf sehr offensiv gegangen, mir reicht es jetzt auch irgendwann. Wie wollen Sie dieses Spiel noch drehen? Also, ich weiß es nicht so genau, aber Sie marschieren nach vorn. Oh, natürlich den Spieler. Was? Den was? 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 Abseits? Der pfeift abseits, wenn ich einen Ball habe? Wieso passe ich denn zu dem? Guck mal, warum pfeift der, wenn ich jetzt diese Konterchance habe? Das ist so fies. Das ist so gemein. Ich will nicht mehr. FIFA hasst mich. Stell dich mal nicht so an. Meine Güte, nur weil du jetzt einmal verlierst. Ich habe schon mal verloren. Echt? Ach stimmt, du Elfmeterschießen, ne? Ups. Oh, hab dich doch nicht umgekretscht. Schön. Immerhin. Ja. Ich habe das Gefühl, obwohl deiner gar keine Ausdauer mehr hat, ist er zu schnell. Besonders, ich find's lustig, dass der verletzt war. Ach, der war das. Ja, deswegen ist auch wahrscheinlich seine Ausdauer so weit unten gewesen. Irgendwie bist du verdammt gut geworden. Ich klau dir mal schnell den Ball vom Fuß.
Ah, so knapp, ey. Das wäre so ein schöner Kopfball geworden. Aber ich finde die Aufstellung nein. hier. Nein! Okay. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Also, ich finde es ja schön, dass ich gewonnen habe. Ja. Auch mal so in einem normalen Spiel, sage ich mal. Das finde ich ja. doch eigentlich schon sehr schön. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Aber wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich durch sowas erst recht angespornt werde und ich gleich sowas von abziehe. Mit Sicherheit. Warum haben die gerade meinem Torwart alle auf den Hintern geschlagen? Keine Ahnung, warum irgendwer deinem Torwart auf den Hintern schlägt. Das finde ich schon ein bisschen creepy. Ja. Ah, doch, sehr schön. Nimmt noch auf. Ich dachte gerade, mein Programm hat schon wieder ausgemacht. Egal. So. Ach, du hast sogar Spiel des Tages. Ja. Das King. Wie wer ist gehört? Das? Keine Ahnung. Ich schaue gerade mal auf die Spieldetails. Guck, Akindo und Reed sehen komplett gleich aus. Deine Passgenauigkeit hat durch die zweite Hälfte so krass abgenommen und du hast trotzdem gewonnen. Fast 69%. Du hattest zur Hälfte noch 80. Aber dafür habe ich den Ballbesitz wieder aufgeholt. Zwei Kämpfe sind immer noch gleich gut. Mhm. Du hast übrigens auch eine Verletzung. Ja, das habe ich gespürt. Das war, Moment, Spielhöhepunkt. Nee, das sind, was ist denn das? Wo sieht man das nochmal? Spielinfo? Genau. Der Rafita, wie auch immer das ist. Ich kenne meine Leute nicht. Ey, ich habe es gar nicht geguckt. Ich glaube, mein Stadion ist besser als deins. Da guckt man nicht so von der Seitenlinie. Mhm. Sondern schon ein bisschen höher wenigstens noch. Monster Titel hat gerade ein Spiel gespielt. Du hast 2-1 gewonnen. Ja, Mann. Was war das für ein Versager? Moment. Ich zeig jetzt kurz mal mein Team.